Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Derail Valley. Da draußen ist ein Gewitter am Toben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal hatte in einer Folge. Also so krass. Hinten kommen die Blitze runter. Es leuchtet hell auf. Wir sind hier oben an der Kohlenmine. Da habe ich mich jetzt mal hin teleportiert, weil ich jetzt einen Auftrag annehmen wollte. Und wir gucken erstmal hier, was wir hier so für Preise haben. Fahre einen Leerzug nach Südweststadt. Da könnten wir rangieren. Das wäre ein Leerzug zum Stahlwerk. Wir könnten... Die wiegen nur 99 Tonnen insgesamt. Die könnten wir an so einen Zug mit dranhängen. Dann gehe ich, glaube ich, für die beiden. Die stecken wir mal ein. Und dann gehen wir jetzt aber erstmal zu der Dampflok hin. Ich bin in der letzten Folge ja mit der großen Dampflok, mit der kleinen Dampflok gefahren. Im Deutsche Bundesbahn Design. Es ist hier echt am Donnern, ne? Das sind 7 Wagen. Und das sind mehrere Wagen. Vermutlich ist das hier mein Leerzug. Mit 2 blauen Wagen in der Mitte. Ist das der? Ja, ist der. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell hier an unsere Dampflok dran. Und man sieht auch schon wieder... Dieses deutsche Bundesbahndesign, das passt einfach. Was wir jetzt aber noch machen werden, was ich ja auch gesagt habe, was ich in dieser Folge mal machen möchte, ist, ich arbeite mit dem, erstmal Fireman Control, schalten wir die Lok schon mal ein, und dann Wheel Rearranger, da will ich jetzt mal eine, nee, das sieht nicht so gut aus, wir nehmen mal eine, 2... Nee. 4-10-4. Ja. 4-10-4. Das sieht gut aus. Na. 4-10-2. So. Das sieht ganz nett aus. Die Lok ist schon aufgeheizt. Bremsen lösen wir schon mal. Handbremse lösen wir auch. Das funktioniert schon. Ja. Dampfdruck ist schon bei knapp 7 Bar. Dann wollen wir doch mal kurz gucken, ob es sich schon losbewegt. Und dann werden wir da drüben die Wagen schon mal ankuppeln. Ach so, man sollte natürlich auch, ansonsten bewegt sich die Lok nicht, hier die Schmierölpumpe einschalten. Wo sind die anderen beiden? Die anderen beiden sind hier oben drauf, ne? Hier ist die Lichtmaschine, damit wir auch Licht haben. Und wo war nochmal die Luftpumpe? Da ist die Schmierölpumpe. Wo war denn nochmal die Luftpumpe? Damit haben wir... Das ist die Lichtmaschine, dieses Surren. War die nicht auch oben drauf? Ah, da ist sie. Ja. So, jetzt löst sich auch die Bremse. So. So.
Ja, jetzt bewegt es sich. Das hört sich doch gut an. Das Gewitter hat aufgehört. So, wir lassen noch ein bisschen Luft raus. So, wohin sind die Aufträge nochmal? Die sind zum Stahlwerk. Das heißt, es geht die Kurve hoch. Jetzt geht die Schleife hier hoch. Warte, es geht hier längs. Dann hier durch die Schleife. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Okay. So. So, die hält an. Ja. So. Jetzt lassen wir die Lok mal so mit 10 km/h rückwärts fahren und gehen die Weichen schon mal einstellen. Ah, ne, diese Weiche hier nicht, seht ihr? So. Wir nehmen als erstes die schweren Wagen hinten dran. So, und dann gehen wir jetzt mal ganz schnell zurück und akzeptieren den Auftrag schon mal. Oder die beiden Aufträge schon mal. So. Stahlwerk, ja. B2O. B2O. Die ist stehen geblieben. So. Der steht in C1S. Das hier C1S? Nope. Was ist C1S? Ist das hier C1S? Ah, die Wagen dann hier drüben. Okay. So. So, ganz langsam dran fahren. Und nochmal ein bisschen anlegen und lösen. Und
Und das ist eine gute Geschwindigkeit zum Dranfahren. Und dran. So, wundervoll. Dann hängen wir die Wagen an, drehen die Spindel fest, verbinden die miteinander. So. Gucken wir mal, wo die Handbremse ist. Die ist am anderen Ende. So. Wundervoll. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Dann steigen wir jetzt hier wieder ein. So. Gucken wir mal. Spitzenlicht ist an. Sieht doch gut aus. Dann steigen wir einmal ein. Machen hier zu. Steigen noch mal aus. Und nutzen das direkt für die Screenshots. Und der Zug setzt sich in Bewegung, ganz langsam. So, und jetzt müssen wir noch zu dem Wagen hier drüben. Die hier. So. Es macht sich ganz langsam auf den Weg. Das finde ich damit so eine der coolen Geschichten hier, dass man sich da so rumteleportieren kann und die Züge dann auch mal wirklich von außen beobachten kann. So. Erhöhen wir mal den Druck auf den Schieberkästen. Oh, da ist er gerade durchgedreht. Da benutzen wir mal ein bisschen Sand. So. So, das hat doch ganz genau gepasst. So. Sechs Bar. So. Nutzen das jetzt mal, um die Geschwindigkeit zu regulieren. Der Vorteil ist, dadurch, dass der Regler offen ist, wird er auch einfach wieder beschleunigen, wenn der Druck wieder da ist.
einziger Nachteil daran. Er wird halt auch wieder beschleunigen, sobald der Druck wieder da ist. Ja, komm. Und jetzt. Jetzt beschleunigt er nämlich auch wieder. So. C1, ne? Ja. So, ganz langsam rangieren wir hier durch die Gegend. So, Druckabfall, sehr groß. Sie muss wieder beschleunigen. Nochmal einen größeren Druckabfall. So, jetzt wird uns der Zug gleich entgegenkommen. Na? Wagen hüpft hoch und runter. Komm schon. Ja, kommt er. Okay. Komm schon. Wir gehen unten drunter her, damit wir auf keinen Fall von den Puffern zerdrückt werden. Komm schon. Okay. So. Wundervoll. Jetzt den hier. Jetzt ganz schnell nach vorne. Und den Richtungswender auf vorwärts stellen. Jetzt wieder ganz schnell nach hinten und noch die letzte Handbremse lösen. Und jetzt ganz schnell nach vorne und wieder in die Lok einsteigen. So, gucken wir mal. Mit Rennen würde man das auch immer schaffen. Im Zweifel wäre man ja nicht alleine auf einer Dampflok. Man ist ja immer Dampflokführer und Heizer. So. So. Zack, 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 zack. Oh, hier geht's jetzt bergauf. So, wundervoll.
Okay, das ist auf jeden Fall zu viel Leistung. Das macht er noch nicht mit. Ja, aber ich muss tatsächlich mal sagen, der neue PC macht sich bemerkbar. Die Performance ist nochmal um einiges besser. So, wir geben mal ein bisschen Sand auf die Gleise. Können wir auch den Druck auf den Schieberkasten erhöhen. So, 15 km/h die Steigung hoch. Aber sie macht es mit. Komm schon. Wird geschleudert, aber es wird auch voller Sand verbraucht. So. Eigentlich muss sie das schaffen. Die Dampflok schafft angeblich 1000 Tonnen. Wir haben jetzt gerade mal 650. Ja, 660. Boah, hier geht es aber auch mit 2,3 Promille hoch. Dann hier nur noch 1,7. Mal gucken. Das wird ein guter Kampf werden. Immer weniger, 0,9. Dann hier noch mal mit 1,8. Und hier geht's dann bergab mit 70. Ja. Interessant, dass ich sie über den Berg hinaus höre. Mal gucken, wo ist sie denn? Sehe ich? Da hinten. Da hinten sehe ich den Dampf. Sand habe ich noch. Ah, noch so gut wie voll. So gewinnen wir immerhin wieder an Geschwindigkeit, auch wenn wir ein bisschen schleudern. Okay. Wir schleudern nicht mehr. Naja, mal gucken, ob wir es über...
dann drehen wir ganz langsam den Sandstreuer zurück. So. Oh je. Oh je. Es geht hier echt böse den Berg hoch. Braucht man da echt zwei Loks? Es ist schon böse. Sand wieder auf, Bolle-Pulle. Nee. Die bleibt stehen. Wollen wir rückwärts? Ja. Das ist zu viel. Na gut. Dann würde ich sagen, war das zu viel. Dann versuchen wir den Zug, bringen wir den jetzt erstmal zum Stehen. Und dann versuchen wir mal an der Kohlenmine eine Hilfslok zu besorgen. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.